ich habe es leider sehr unterschiedlich gespürt, teilweise härter, teilweise auch eher ziemlich locker, unter Anführungszeichen, wobei ich denke, Ablehnung ist immer Ablehnung, egal auf welche Art und Weise sie kommt. Aber ich hatte schon Situationen, wo ich an meiner Schule gezwungen wurde, das Kopftuch abzulegen, weil es laut Schule nicht einfach nicht schön ausgeschaut hat. Ich hatte aber auch Situationen, wo ich in der U-Bahn angerempelt wurde oder mir ein Bein gestellt wurde und ich beschimpft wurde als Kopftuch-Tussi oder Kopftuch-Mafia oder was weiß ich was oder Dschihad-Braut oder was auch immer. Das heißt, es ist auch ziemlich arg gewesen und das sind natürlich Reaktionen, die einen selbst sehr treffen und wo man sich einfach denkt, wow, was geht schief auf dieser Welt? Also ich glaube, dass leider sehr viele Bilder in den Köpfen der Menschen aufspringen. Leider oft auch nichts sehr Positives. Oft kommen so ganz klischeehafte Bilder wie die arme unterdrückte Muslimin, die kein Deutsch spricht, die zum Kopftuch gezwungen ist, die vielleicht nicht aus Österreich kommt oder uns nicht versteht, vielleicht auch nach Österreich geflohen. Also leider sehr, sehr viele Vorurteile. Die dann oft aufgelöst werden, wenn ich dann meinen Mund aufmache und mit den Menschen rede. Wow, du kannst Deutsch sprechen oder du sprichst aber gut Deutsch. Das sind halt so die ersten Reaktionen, dass man einfach mal überrascht ist, dass ich überhaupt die Menschen verstehe und dass ich auch ihre Sprache spreche und dass ich sie auch sehr gut spreche. Und dann löst sich das eigentlich, wenn man dann in ein Gespräch kommt und mit den Menschen dann auch ein bisschen plaudert und redet, dann ja, löst sich das dann meistens. Wenn es nur so ein, Sie können aber gut Deutsch sprechen, dann nehme ich das manchmal schon irgendwie mehr humorvoll und sage dann, wow, Sie aber auch. Oder antworte irgendwie einfach, damit ich das einfach irgendwie ein bisschen lustiger mache. Aber manchmal sind das schon ziemlich orge Dinge und da kann man dann nicht einfach ruhig mehr, also nicht mehr ruhig antworten, sondern das reizt mich natürlich schon und manchmal macht es mich auch wirklich voll sauer und wütend, weil ich mir einfach denke, das gibt es, dass die Menschen noch immer sowas denken oder sagen. Es kann beginnen von, ist sie nicht heiß mit dem Kopftuch oder stichst du dir mit der Nadel in den Kopf oder gehst du damit duschen oder einfach blöde Kommentare, wo ich mir dann auch irgendwann denke, bitte, was geht dich das an? Also das ist dann eine Sache, wo ich mir denke, das hat dich nicht zu interessieren, ob mir heiß ist oder nicht. Du fragst auch keinen Businessman im Anzug, ob ihm heiß ist in seinem Anzug, weil du einfach denkst, ja, so ist es einfach, das ist sein Kleidungsstil. Und deswegen denke ich mir dann auch, was hat dich das anzugehen, wie ich mich kleide und was ich anhabe. Also ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass es jetzt etwas ist, was mit mir zu tun hat und wo ich jetzt mich selber in Frage stellen müsste oder sonstiges, sondern mir war bewusst und klar, dass das ich bin, dass ich so bin, wie ich bin und dass es einfach kranke Menschen sind, die einfach auf die Idee kommen, andere zu beschimpfen, weil sie anders ausschauen, eine andere Hautfarbe haben, einen anderen Namen hatten, was auch immer. Und dass es nicht etwas ist, was jetzt mit mir zu tun hat, sondern das war mir bewusst und klar, dass es einfach selber Menschen sind, die rassistisch sind, die islamophob sind und so weiter. Und mir war es deswegen immer schon sehr wichtig, dass ich mich da auch dafür einsetze, dass es auch in der Gesellschaft mehr Zivilcourage gibt, dass Rassismus und Islamophobie abnimmt und dass es auch thematisiert wird und dass auch bewusst gemacht wird, das ist ein Thema in unserer Gesellschaft und Islamophobie existiert in unserer Gesellschaft und Rassismus existiert und man muss gemeinsam etwas dagegen tun. Und deswegen ist es mir auch persönlich so wichtig, dass ich mich dafür engagiere und einfach auch etwas tue für die Gesellschaft, dass das eben abnimmt. Ich glaube, Wahlkampfzeiten sind Zeiten, die sehr aufgeheizt sind und wo einfach natürlich dann Rassismuserfahrungen und islamophobe Erfahrungen einfach auch sehr häufig werden. Beim letzten Wahlkampf habe ich von vielen Freundinnen mitbekommen, dass sie in der U-Bahn bespuckt wurden, beschimpft wurden und so weiter. Und es ist natürlich eine Zeit, wo ich mir wünsche und wo es auch natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass man viel solidarischer ist und viel mehr zusammenhält. Und einfach zeigt, dass Debatten rund um Thema wie Kopftuch oder Vielfalt in der Gesellschaft, Integration und so weiter oft nur aufgeheizte Debatten sind und dass man hier einfach wirklich auf Kern der Dinge wieder zurückkehren muss. Zum Beispiel was das Thema Bekleidung oder Bekleidung von muslimischen Frauen angeht, dass es hier sehr oft sexistische Debatten sind, frauenfeindliche Debatten sind, die nichts mit Frauenbefreiung oder sonstiges zu tun haben. Und auf solche Themen muss man einfach aufmerksam machen und das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Punkt, der mir immer sehr, sehr am Herzen liegt.
man nimmt an, dass ich dadurch, dass ich sichtbar einfach anders ausschaue, dass mein Kopf durch mich unterdrückt oder meine Familie mich unterdrückt oder mein soziales Umfeld oder sonstiges. Aber eigentlich sind es viel mehr andere Dinge. Das sind Vorurteile, die gegenüber mir herrschen. Das ist ein Arbeitsmarkt, der ständig diskutiert, ob ich mit meinem Kopftuch einen Arbeitsplatz bekomme oder nicht. Das ist eine Gesellschaft, die immer wieder das zu Thema macht, was ich trage und wie ich es tragen soll oder ob ich es tragen soll. Das ist einfach so eine teilweise aufgeheizte Stimmung, die dann immer wieder entsteht. Und ich glaube, das sind die Dinge, die einfach nicht mehr Thema sein sollten, weil es einfach niemanden angeht, wie ich mich kleide als Frau und wie ich mir anziehe, wie ich mein Kopftuch binde, welche Farbe es hat, welcher Stoff, whatever. Das sollte nicht mehr Thema sein.